Wie haben Österreichs Lehrkräfte den Lockdown erlebt und welche digitalen Hilfsmittel haben sie dabei genutzt? Wir haben in 3 Schulen vor Ort nachgefragt. Also im März, wie es zum Lockdown gekommen ist, war es für unsere Schule eigentlich kaum ein Problem, das Umstellen von Präsenzunterricht auf Distance Learning, weil die Schülerinnen und Schüler gewohnt waren, ihre Arbeitsaufträge digital zu übermitteln. Ich sage immer danke, dass wir die App jetzt schon hatten und die Kinder auch schon eine Weile damit gearbeitet haben, weil so ist es uns als Klasse schon leichter gefallen. Eine Riesenherausforderung. Ich denke aber, dass wir aufgrund unserer technischen Voraussetzungen, aufgrund der Tatsache, dass die Kinder jetzt schon einige Jahre mit digitalem Lernen beschäftigt sind, den Lockdown vielleicht besser verkraftet haben als Schülerinnen und Schüler, die diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung haben. Das heißt, der einzige Unterschied war halt, dass sich Lehrer und Schüler nicht am selben Ort befunden haben. Aber unser ganzer Workflow und die Arbeit mit den iPads ist so weitergegangen, wie es die Schülerinnen und Schüler auch vom Unterricht her kennen. Alles in allem schön war es nicht, daheim zu sitzen. Ich wäre lieber vor der Klasse gestanden und hätte meine Kinder alle da gehabt. Und wir sind von in der Früh bis am Abend vor dem Computer gesessen. Aber es hat funktioniert, sie waren erreichbar und sie haben was gelernt. Nicht so viel wie in der Schule, aber sie haben was gelernt. Verbesserungspotenzial für einen möglichen weiteren Lockdown ist durchaus gegeben. Doch Schulen, wo digitale Lernmittel jetzt schon im Einsatz sind, liegen dabei klar im Vorteil. Also prinzipiell hoffe ich, dass kein Lockdown mehr kommen wird. Sollte es sein, glaube ich, werden wir das meiste so beibehalten, vielleicht noch mehr schauen, dass die Schülerinnen und Schüler einen geregelten Tagesablauf flächendeckend in der ganzen Schule zustande bekommen. Verstärkt auch auf Videocalls setzen, das haben wir im ersten Lockdown noch nicht so weit gehabt, aber das, glaube ich, ist jetzt gegeben, sodass man mit den Kindern zum Beispiel auch Sprechübungen online durchführen kann. Ich bin zufrieden gewesen, so wie es gelaufen ist, und die Kinder haben das gemacht, was ich mir erwartet habe, somit sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg in meinen Augen. Über diese und andere Themen werden wir am 10. November auch bei der Online-Veranstaltung, dem Brutkasten Edu Summit, diskutieren.